und herzlich willkommen bei der D-Schule. Am 14. Februar ist Valentinstag. Das ist das Fest der Liebe. Heute bin ich zu Besuch bei der Rosenbörse in Zug. Diese wunderschönen und gut duftenden Rosen kommen täglich frisch aus Ecuador. Dort gedeihen die Rosen auf über 3000 Meter Höhe in einer idealen Umgebung. Rosen halten länger, wenn man sie schräg anschneidet, alle Blätter, die ins Wasser kommen, entfernt, sie nicht direkt in die Sonne stellt und über Nacht kühl haltet. Und übrigens, kennt ihr die Rosen-Twilight-Saga? Luciano und Vendela aus dem Tibet treffen sich am schönen Coral Reef, wo sich nur die Crème de la Crème trifft. Vendela trägt einen sexy Red Bikini und isst ein Marzipan. Luciano trinkt einen Cherry Brandy und sie hören Pink Floyd. Das verleiht ihnen einen Free Spirit. Später besuchen sie mit Kala, Gocha und Iguazu das News Flash Kabarett. Na, wisst ihr, was all diese Nomen gemeinsam haben? Es sind Rosennamen von Rosen, die es hier in der Rosenbörse in Zug gibt. Also, liebe Männer, falsch machen könnt ihr eigentlich nichts. Wir Frauen mögen Twilight, Marzipan, einen schönen Coral Reef mit einem sexy Bikini, einem Cherry Brandy und Pink Floyd. So einfach ist es. Und euer origineller Rosenstrauß ist fertig. Wenn ihr keine Zeit habt, in Zug, Luzern oder Zürich in der Rosenbörse vorbeizuschauen, könnt ihr alle Rosen auch bequem übers Internet bestellen. Und somit wünsche ich euch einen gelungenen, schönen und romantischen Valentinstag. Tschüss!